Moin Leute, herzlich willkommen an alle Stifties und hoffentlich an all die, die es noch werden wollen. Ich grüße euch. Zur Schiffsvorstellung heute der Dalarna. Neues Superschiff, Superzerstörer, den ich euch heute hier präsentieren darf. Nun, ihr seht die Dalarna bei uns gleich im Hintergrund. Wir schauen sie uns gleich erstmal im Close-Up an. Hübsches Schiff, was fällt uns auf? Sieht aus wie eine Haaland, ist am Ende auch eine Haaland. Ich zeige euch ja gleich wieso. Hier vorne seht ihr wieder die Wasserbombendinger. Die gehen also auch nach vorne raus über den Bug, so wie wir es auch schon gewohnt sind. Zwei dicke Werfer in der Mitte und hinten ein Geschütz und vorne zwei Geschütze. Oho, wir haben also mehr Geschütze gekriegt. Genau so sieht's aus. Ansonsten das ganze Schiff voll mit Flugabwehr. Junge, Junge, Junge. Also hier gibt es keine Stelle, die nicht mit Flugabwehr. Da hinten auch nochmal Flugabwehr auf den Geschützen. Flugabwehr, die sind ja eh Dual Purpose. Dann haben sie hier auch nochmal Flugabwehr dazu gepackt. Auch hier die ganzen Teile. Ah, Wahnsinn. Also so viel Flugabwehr, Leute. Hier vorne fehlt mir am besten noch so ein Dreifachturm, der auch nochmal mit in den Himmel ragt. Als Leute, ihr habt den Bug vergessen. Ist natürlich mies, weil dann könnte man hier nicht nach vorne rüberschießen. Aber nichtsdestotrotz, Wahnsinn, Leute, was hier an Flugabwehrgeschützen auf diesem kleinen Zerstörer zu erkennen ist. Wird sich auch in den Werten wieder spiegeln. Fangen wir von oben an. Panzerung, ja. Das war die Panzerung. Da gibt es nichts zu sagen. 19 mm. Kennen wir halt. Klassisch. 24.150 Trefferpunkte. Und das ist schon der erste Punkt, wo ich euch sagen muss. Ach, oh ja, 24.000. Also das Thema ist halt, Leute, 24.000 ist bei weitem kein schlechter Wert für so World of Warships Spieler, die länger als 3 Jahre dieses Spiel spielen. Ja? 24.150 auf einem Zerstörer zu haben, ist eigentlich ein Träumchen. Das Thema ist nur, es kamen in letzter Zeit so ziemlich rigte Rang 10er Zerstörer ins Game, wie eine Ragnar, wie eine Sherman, wie, ja, also Ragnar und Sherman sind eigentlich schon die besten Beispiele dazu, die halt einfach irgendwie 30.000 Leben haben oder knappe 30.000 Leben haben und dazu ganz die von einem anderen Stern kommen. Und wir sind halt jetzt hier ein Superschiff, ein Superzerstörer, Rang 11, Leute. Dagegen müssen wir uns behaupten. Und nicht nur dagegen behaupten, wir müssen eigentlich sogar besser sein als das. Zumindest müssen wir irgendeine Möglichkeit haben, dagegen besser zu sein. Die Frage, ob das am Ende so ist. Artillerie, 3x2, 3 Sekunden Nachladezeit, 2,8 geskillt, logischerweise. 1750 HE, das ist alles in Ordnung, 20 mm Pen ist in Ordnung. Ja, ihr habt wie gesagt hier 3 Geschütze drauf, das Schiff macht auf jeden Fall HE-Damage. Ich sag's euch aber so, wie es ist. Wenn ihr gegen eine Ragnar, gegen eine Sherman ran müsst, dann seid ihr auch relativ schnell woanders. Nicht mehr über Wasser, sondern darunter. Ansonsten, gegen alles andere könnt ihr euch gut behaupten. Ja? Gegen alles andere könnt ihr euch auf jeden Fall gut behaupten. Ist aber auf jeden Fall schon mal ein Nachteil, den man sich auf jeden Fall schon mal im Kopf behalten sollte. Dass man gegen solche Schiffe auf jeden Fall Probleme kriegen kann. Torpedos, und da wird es jetzt spannend, Leute. Die Haaland, die ist ausgezeichnet durch ihre guten Torpedos. Und das ist auch genau das, was wir auf dem Schiff kriegen. Wir kriegen herausragende Torpedos. Kein Schiff im Spiel mit besseren Torpedos. Yamagiri, Leute, okay, so it be. Finde ich längst nicht so gut einzusetzen wie diese Torpedos hier. Aber wir kriegen hier herausragend gute Torpedos. Auch nur mit 10.700 Damage. Klar, ohne Frage. Mit einer Nachladezeit von 70 Sekunden, geskillt. Unglaublich gute Nachladezeit. Und dann kriegen wir 2 Sets von Torpedos, in denen wir umsetzen können. Die Standard-Haaland-Torpedos. 15 Kilometer, 95 Knoten, 1,8 Kilometer gehen sie Feuer auf. Und dann die 8 Kilometer Tops, Leute. Und die sind Wahnsinn. Ich sag's euch ganz ehrlich, wenn ihr 8 Kilometer an irgendein Ziel rankommt und diese Torpedos launchen könnt, das Problem ist nur leider, wann kommt ihr 8 Kilometer an ein Ziel ran, wenn kein gegnerischer Zerstörer da ist, wenn kein Carrier da ist und wenn da ein Schlachtschiff rumfährt. Und Schlachtschiffe sind eh nicht die größten Hindernisse, sage ich mal, für einen Torpedo-DD. Sollten es zumindest nicht sein.
Also, ne, und an alles andere kommt ihr so dicht nicht ran. Und kein Raiderkreuzer kommt ihr 8 Kilometer dicht ran, ohne euch in essentielle, ohne euch in unglaublich große Gefahr zu begeben. Und auch an die anderen Schiffe kommt ihr eigentlich nicht so dicht dran. Zumindest wenn Carrier etc. da ist, könnt ihr es einfach nicht riskieren, da zu dicht dran zu kommen. Wenn ihr diese Torpedos aber schafft einzusetzen, macht dagegen gar niemand mehr was. 77 Knoten, 1,3 Kilometer. Vorbei, Leute. 77 Knoten, das sind ja die langsamen Torpedos. Die langsamen Torpedos. Wahnsinn. Wenn man die schafft einzusetzen durch bestimmte Spielsituationen, in bestimmten Spielsituationen, ist das unglaublich wertvoll. Wasserbomben nach vorne raus, leider nicht gut. 2 Sets, 8 Bomben, 2000 Höchstschaden, 40 Sekunden Nachladezeit, viel zu lange, 20 Sekunden Nachladezeit, dann wäre es einigermaßen kompetitiv gewesen. So sehe ich hier an Wasserbomben nicht so sonderlich viel. Flugabwehr. 486 kontinuierlicher Schaden, 6 Kilometer Range, Trefferwahrscheinlichkeit 100%. Es gibt gar keine Kurzstreckenflugabwehr, es gibt nur Mittel- und Langstrecke. Langstrecke 221, Kurzstrecke 400. Einfach sein lassen als Carrier. Manövrierbarkeit 37,8 Knoten, ist okay. Wendekreisradius 720 Meter, Ruderstellzeit 4,4. Alles in Ordnung. Verborgenheit geskillt 6,1 Kilometer. Und das ist wichtig für euch. 6,1 Kilometer, Haaland-Niveau. Leider nicht Amagiri-Niveau, aber Haaland-Niveau. Womit belässt uns das jetzt? Das belässt uns jetzt bei einem Schiff, was natürlich einen Torpedofokus hat. Ihr seht ja nochmal Werfermodifikationen, Tarnsystem, Prop-Mod selbstverständlich. Wir gehen komplett auf Werfer, Motorboost skillen wir auch, Hauptbewaffnungsmod 1. Logischerweise gehen wir hier komplett auf Werfer. Man könnte hier auch ganz skillen. Das Problem ist nur, ich sag's euch so wie es ist, seht ihr auch im Matchup dann noch, vor allem aber auch im Fazit werde ich es erwähnen, ihr könnt dieses Schiff leider nicht, so wie manche andere Schiffe, wie beispielsweise eine Smarland, verlässlich auf ganz spielen. Funktioniert leider nicht. Obwohl die DPM da wäre, gibt es selten Möglichkeiten, diese einzusetzen. Skills sind, glaube ich, klar. Deswegen gehe ich hier auch nicht auf Brandwahrscheinlichkeit oder irgendwas. Das ist, glaube ich, relativ unnütz. Hier könnt ihr, wie gesagt, zwischen den Torpedos umschalten auf der 3 und der 4. Das sind dann die jeweiligen Sets, worüber wir hier oben gesprochen haben. Skillung, auch Standard Torpedo-Build-Skillung, Leute. Ihr wollt ihr natürlich nicht flink und leise nehmen, der Skill ist sinnlos. Auf keinem Schiff wollt ihr flink und leise skillen, auch nicht auf der Yamagiri, Leute. Mm-mm, wollt ihr nicht? No, no, no. Für 4 Punkte, klar ist die Schiffsgeschwindigkeit geil mit 8% zu buffen, aber für 4 Punkte ist es viel zu teuer und dann kriegt ihr noch einen Debuff dazu. Wollt ihr nicht. Never ever skillen. 4 Zerstörer-Standard-Skills nehmt ihr mit, ihr nehmt Inspekteur mit, warum, ihr habt einen extra Heal, nehmt ihr selbstverständlich mit, Adrenalinrausch ist klar, volles Rohr ist klar, flinke Aale sind, glaube ich, auch klar bei der Skillung, Leute. Und dann kommt ihr bei einem Zerstörer raus, der, und das ist das Problem, zeige ich euch so, wie es ist, das, was die Haaland kann, besser kann, aber leider nicht das kann, was er können sollte. Für ein Superschiff, meiner Ansicht nach. Mehr dazu gibt es ein Fazit. Jetzt erstmal viel Spaß beim Game. Gut, Leute, dann herzlich willkommen zum ersten Gameplay von mir. Ich habe uns hier 2 Szenen rausgesucht, die die Delana meiner Ansicht nach relativ gut zeigen. 2 Runden, die eigentlich auch relativ klassisch für das sind, was man mit dem Schiff machen kann. Ihr seht jetzt hier selber, ist auf meinem CC-Account gespielt, also bitte nicht wundern, wir kriegen, ist ja kein Forschungsbaum, also ist ja ein ganz normales Forschungsbaumschiff, dann am Ende kein Kohleschiff, kein Dublonenschiff, von daher wird uns das auch nicht vorab gestellt und wir kriegen das nur auf dem Presse-Account, von daher zeige ich euch das hier rüber. Ferröra Island, neue Insel, Leute, neue Insel, neue Karte. Und ja, die wir hier, die ich euch jetzt hier auch mal mit einem DD und einem DD-Gameplay von mir selber zeigen kann. Prinzipiell, ihr seht es hier selber, also was hat die Delana sonst so mitzubringen? Die sieht halt schon relativ groß aus, ne? Seht ihr hier auch prinzipiell,
Im Verhältnis zu so einer Harland ist das Schiff bestimmt hier um diese ganze Nase breiter. Die Harland ist irgendwo so die Länge, wenn ich das jetzt einschätzen müsste, ohne jetzt hier genau Zahlen zu haben. Aber am Ende ist das ungefähr hier so eine ganze Ecke breiter. Ansonsten, ja, was kann man dazu sagen? Prinzipiell, ihr seht es hier selber an meiner Skillung, die ich euch übrigens auch so empfehlen kann, mit Inspekteur geskillt, komplett ansonsten auf Torpedoboot, die Standard 4, Captain Skills, die man halt auch hat, präventive Maßnahmen, Last Stand, Experte der Überlegungsfähigkeit und Tarnungsmeister, ansonsten Torps und auch der Zweier-Skill, die Torps, und von daher, ja, spannende Sache. Wir haben jetzt hier die beiden Torpedo-Sets geladen können, mit denen umladen, und das auch so ein bisschen eine der Punkte, die sie ja neulich quasi gepatcht haben, die jetzt hier dem Schiff sehr, sehr gut tut. Ihr könnt natürlich während die umladen, während die nachladen jeweils die Torpedos noch kostenfrei sozusagen umladen. Also die Ladezeit geht dann einfach weiter. Ihr müsst dann nicht nochmal diese, ich glaube, das sind hier, wie viele Sekunden sind es hier? 7 Sekunden, 7,6 Sekunden draufrechnen. Spart ein bisschen was, immerhin 10%, ne? Oder fast 10%. Von daher schon ganz cool. Tops hier durch die Lücke durch. Prinzipiell dazu nochmal so ein kleiner Hinweis von einem relativ erfahrenen DD-Fahrer. Die Torps werden nicht schlecht, Leute. Ihr müsst natürlich, je nachdem, was ihr für Torpedos habt, wie viele Torpedos ihr habt, wie schnell die sind, sind die immer unterschiedlich schnell in unterschiedlichen Positionen. Aber, und das werdet ihr herausfinden, hier treffe ich jetzt keinen mit dem Set. Liegt aber auch daran, dass ich hier nicht unbedingt an den Harland Speed der Torpedos und auch an, was ja am Ende die Dalana ist, nicht unbedingt an die Torpedos mehr so groß gewöhnt bin. War ich mal, bin ich jetzt nicht mehr. Prinzipiell sucht ihr euch oder solltet ihr euch aber als euer oder als Zerstörerfahrer solche Slots suchen. Denn die Schiffe fahren anfänglich der Runde eigentlich immer auf die Flanks. Immer. Jede Runde fahren die Gegner und ihr auf die Flanke. Seht ihr hier? Wieder perfekt. Und wenn ihr hier einen für euren jeweiligen Torpedotyp und für eure jeweilige Geschwindigkeit eine Lücke findet, wo ihr Torps, ob das der Raidercruiser ist oder ob das die dahinterliegenden Schlachtschiffe sind, dass ihr die gut durchsenden könnt und damit diese Linien unterbrechen könnt, das würde euch dann natürlich helfen. Ja, Riga hier, weiß ich nicht, will ich eigentlich gar nichts dazu sagen. Geht auf, ist raus, also... Many thanks. Ja. Keine Ahnung, also... Ist sofort tot, die Riga, ne? Also... Ja. Kriegt da Zitas von der Shikishima. Dann schießt die Ohio noch ein bisschen drauf. So fährt man aber halt noch nicht Raidercruiser. Macht die Flanke natürlich hier immediately auf für uns, ne? Also es hat kaum 20 Sekunden gedauert. Da war die Riga schon tot. Ich zeige jetzt hier auch den Push unten schon an auf der Karte. I need help, hab gepinkt. Hier oben geht's ins Cap. Das ist meine Route, Leute. Kommt mit. Macht Alarm. Hier pushen wir. Ist natürlich für so ein Team. Ich meine, wenn man es erkennt. Ich erkenne es logischerweise, aber wenn man es erkennt, ist es natürlich einer der traumhaften Openers, die es gibt. Ne? Raidercruiser sofort raus, Positioning fällt hier auf der Stufe. Der gegnerische DD smoked sich da hinten schon, hat schon gegen die Kita halb gelitten. Das sehe ich natürlich auch, deswegen fahre ich hier auf dem Smoke drauf, fahre jetzt hier nicht Richtung Duncan und Pommern hinterher, weil ich die Adriatico gleich noch raushaben will. Da geht er auf, dann gehen wir hier drauf, auf die Duncan und dann hat sich die Sache erledigt. Auf die Adriatik war es ja erledigt. Genau. Zickzack, wunderbar. Ah, von da hinten kommen jetzt Schüsse von der Pommern. Ah, ich habe mich jetzt hier nicht entschlossen. Hätte man machen können, langsamer zu werden oder so. Ist auch die Frage, ob wir es damit gedodged hätten. Gut, hier kommen jetzt einmal Torps auf die Pommern, die ich relativ zeitig da auch gesetzt habe. Treffen eigentlich ganz gut, nicht ganz perfekt. Er hat nämlich rausgedreht und ist ein kleines Mühchen, glaube ich, schneller geworden. Deswegen leider nur 4 Torps. Prinzipiell ansonsten noch Swirsky, Jersey Swirsky hilft euch hier auch als Kapitän auf den Schiffen, ohne Frage.
hilft euch aber genauso auf der Harland. Also auf der Dalana, ihr werdet es ja hören, am Fazit am Ende auch, was ich von dem Schiff halte. Die Dalana kann das am Ende genauso gut, das, was die Harland auch kann, nur hat sie halt irgendwie eine Gun mehr, ne? Und von daher aktiviert der Kapitän hier auch genauso oft oder genauso nicht oft wie auf der Harland. Ihr habt genauso zwei Sets mit 5 Torpedos, die sind genauso schnell, machen genau den gleichen Schaden. Da ist alles genau dasselbe. Das ist nun mal das Hauptset, was ihr benutzt. Dieses Dreier-Set mit den 15 Kilometer Range. Weil ihr natürlich auch eure Stärke von diesen mega schnellen Torpedos ausfahren wollt. Wir sehen hier aber auch noch Gameplay. Deswegen habe ich uns die Runde ja auch ausgesucht, wo ihr auch die anderen Torpedos mal seht. Ansonsten sieht die Runde eigentlich schon relativ hoffnungslos aus. Wir sind jetzt schon fast 100.000 Lebenspunkte hinten. Map Control ist durch. DD ist in A gestorben. Das ganze Team von denen hockt hinter A. Unsere Kollegen hier hinter uns haben es nicht geschafft nachzurücken oder immer noch nicht geschafft, gescheit nachzurücken. Iwami, Shikishima, Yoshino. Ich weiß auch nicht, warum die Yoshino jetzt pushen muss. Die kann ja auch einfach zu B gehen und dort verteidigen. Shikishima dauert viel zu lange, bis die begriffen haben, dass man hier pushen kann. Interessanterweise, Leute, ist die Kitakaze auch noch gestorben. Ich weiß gar nicht, wie der gestorben ist gegen die Adriatico. Er muss ja irgendwie Torps genascht haben oder so. Die Adriatico war ja schon tot gewesen, als er aus dem Smoke rauskam. Also er hat ja dann auch auf mich geschossen. Keine Ahnung, aber ja, Kita, die Torps ist natürlich auch wieder mal besonders schlauelig. Schade hier, die Satsuma, unsere Torps sind raus auf die Satsuma. Trifft nicht, macht nämlich den Broadside-Turn hinaus. Torps waren predicted darauf, dass er reinturnt oder langsamer wird. Und ja, Iwami schreibt jetzt hier hinter uns, also nochmal ganz kurz zur Info, diese Iwami schreibt hier hinter uns Dalana Report. Ich weiß nicht wieso, also DD ist rausgenommen, Cap ist geholt, Leute, Flank ist gewonnen. Ich fahre jetzt hier den Schlachtschiffen hinterher, provide Spotting, mach hier alles, was geht. Dalana Report, tja, wahrscheinlich einfach, weil man ein neues Schiff, vorstellt und dieses testet hier gerade. Nun ja, weiß ich auch nicht genau. So, hier kommen wieder Torps. Einmal auf die Pommern gesetzt. Pommern fährt da in einem relativ großen Kurs oben weg. Satsuma könnte auch nach links turnen. Die Pommern ist ja vor der Satsuma, die turnt hier. Also das sind eigentlich Dual-Purpose-Torpedos. Mal gucken, ob sie überhaupt was treffen, müssen wir dann sehen. Yugumo hier in B. Könnte hier noch in B sein, weiß ich persönlich nicht. Ich persönlich bin hier eigentlich nicht daran interessiert, in B reinzufahren. Warum nicht? Entweder die Yugumo macht mich auf oder ich treffe auf die Yamagiri oder es kann auch sein, dass die Alaska auch schon direkt dahinter steht. Das weiß ich alles nicht. Das ist alles durch diese großen Inseln hier verdeckt. Das ist alles eine Blackbox für mich. Fahre ich da rein zu B, committe ich voll. Ich bin der einzige DD, den unser Team hier noch hat. Es ist jetzt auch schon 2-6, Leute. Wir sind jetzt weit über 100.000 Lebenspunkte hinten, 150.000 Lebenspunkte. Ich weiß nicht, wie diese Teams immer so schnell sterben können. Ja. Pommern macht hier anscheinend nochmal einen Turn weiter nach weiter Richtung A rein. Macht dadurch mehr Strecke. Torps gehen daneben. Sehr, sehr schade. Duncan macht hier relativ komische Sachen. Hier gehen die Torps auch mal raus aus die Duncan. Sieht so aus, wie als will er reinturnen oder doch nicht. Auf jeden Fall, wenn er auf dem Kurs weiterfährt, fährt er gegen die Insel. Dann fährt er jetzt doch wieder raus. Aber auch nicht so weit, dass er den Turn komplett wegmachen würde. So oder so, alles relativ schade, weil die Torps gehen da leider daneben. Er mit seinem halben Inselkurs hier, das ist, weiß ich nicht. Also wenn ihr hier seht, da vorne ist die Insel, da fährt er genau dagegen, Leute. Ich dachte halt, da würde er vielleicht ein bisschen reindrehen oder uns entgegenkommen etc. Ja, gut, dadurch sind die Torps dann natürlich beide voll daneben. Sehr, sehr schade. Hätten wir hier nochmal Torps gelandet, dann wäre das vielleicht auch nochmal ein bisschen besser geworden. So, jetzt kommt dieser Zuma hier 8 Kilometer vor uns und 8 Kilometer haben wir ja die anderen Torps. Ne? Charakteristik von diesen Dingern ist, dass die deutlich langsamer sind, aber deutlich mehr Schaden machen und dadurch dann natürlich auch durch diese kurze Range auch und eine relativ kurze Aufdeckungsreichweite haben. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr spannend. Mal gucken, was dieser Zuma jetzt hier genau macht, wann die Torps auch aufgehen, wie viele wir am Ende auch treffen. Sagt euch so viel,
98.000 Leben ist halt auch noch ein Brocken. Der Satsuma hat auch einer der besten Torpedo-Bells, die es gibt. Das ist halt nicht so sonderlich einfach, da Damage drauf zu machen. Prinzipiell ansonsten laufen die Torps aber herausragend. Ne? Seht ihr das hier, Leute? Die Torps laufen herausragend. Der ist auch relativ fix. Da gehen, wenn dann, zwei daneben. Ja, leider gehen auch... Ne, ist tatsächlich nur einer, der daneben geht. Ein Torp geht daneben, 9 Treffer. Nichtsdestotrotz, Leute, sind das nur 90.000 Schaden auf dieser Zuma. Ja, das waren schon, das mehr konnten wir jetzt hier nicht machen. Das sind die besten Torps, die wir haben. Besser geht's nicht. 90.000 Damage auf dieser Zuma. Ob das reicht, ist die Frage. 2:6 immer noch. Wir sind immer noch. Ja, mittlerweile sind es 200.000 Lebenspunkte, die wir hinten sind. Also. Ja, die Runde ist. Das ist durch hier, das Ding. Da, was soll da passieren? Hier ist auch kein Druck mehr auf die Napoli. Die Napoli pusht hier ins Cap rein. Keine Ahnung, Yashino hat die ganze Zeit über nichts gemacht. Chikishima fällt jetzt dann doch wieder weg da. Das reicht halt einfach nicht aus. Das ganze Team auch auf der anderen Seite, Leute, da ist einfach zu wenig da. Wir sind jetzt immerhin bei 124.000 Schaden. Die Tops sind schnell, aber auch hier die Napoli macht einen Turnout und gibt Vollgas. Und dadurch gehen auch die Tops hier daneben. Ich gun jetzt hier mal ein bisschen drauf. Dann müssen wir den hier vielleicht wenigstens nochmal ein bisschen runterkriegen. Hab hier eine Insel als Deckung. Der geht natürlich auch sofort zu, klar, weil ich wieder auf weiter Flur der Einzige bin, der hier noch lebt. Dadurch kann ich ihn nicht weiter gunnen. 131.000 Schaden jetzt, ja. Das ist nicht schlecht vom Schaden her, aber prinzipiell, Leute, ich muss es ja euch auch mal ganz ehrlich so sagen, so wie es ist. Übrigens, könnt ihr gerne mal schreiben, wie ihr den Haarschnitt hier findet, Leute. Fresher Haircut direkt von gestern, Leute. Wunderbar. Ist natürlich so, dass ihr einen Torpedo-DD habt. Ihr seid darauf angewiesen, dass die Gegner immer noch das machen, was ihr predicted. Hier ist jetzt auch einmal predicted, dass er anhält und dann losfährt. Das habe ich hier predicted. Ist prinzipiell eigentlich ein gängiger Move bei so einer Napoli. Da die ganze Zeit rückwärts zu fahren, ist irgendwie ein bisschen komisch. Der macht das weiterhin. Gut, wir setzen ihn jetzt hier zurück. Ich dachte tatsächlich, dass wir die 17.000 Leben ganz, ganz gut runterkriegen würden. Leider kriegt er sein Heal gerade in der Zeit. Und das bedeutet halt einfach, dass wir hier da aufhören müssen zu gunnen. Jetzt kommt der Dodge, Leute. Den könnt ihr euch gerne mal anschauen. Secondaries zu dodgen, gut, ne? Ist da ja, wie es ist. Hier kommt der Dodge jetzt. Jetzt werden wir schön langsamer. Shells gehen daneben. Klar, natürlich kann man mit dem Schiff dodgen. Ich sag's aber auch nochmal im Fazit. Es gibt aber auch, und seht ihr ja auch hier, wie das Schiff anfährt und so. Und wie groß wir auch sind. Es gibt Schiffe, mit denen ist das deutlich, deutlich einfacher. Geht deutlich besser von der Hand. Und ist natürlich auch gegen Spieler, die einfach ein bisschen besser sind, die besser auch noch predikten. Der hat ja jetzt hier eigentlich gar nicht predicted. Der hat einfach gedacht, ich fahre so weiter, ne? Und hat dahin geaimt. Ist natürlich mit Schiffen, die leichter sind, die wendiger sind, etc. noch deutlich, deutlich besser da zu dodgen. Das ist eine der großen Schwächen der Dalana. Ansonsten, ja, seht ihr jetzt hier auch, immer noch 3 Heals. Können die Runde über relativ wenig mehr mitmachen. Das gleitet uns hier zunehmend aus der Hand. Das ist eigentlich ab Minute, keine Ahnung, 10 locker. Eigentlich ab Minute 14, würde ich sagen, oder 13 war die Runde hier schon halb verloren. Das ganze Team hat sich da aufrauchen lassen. Und das ist halt einfach auch im Rang 11, im Rang 9 einfach nicht mehr so einfach rauszunehmen, ne? Ihr seht es hier selber, wir haben perfekt auf dieser Zuma-Schüsse gelandet. Die ist jetzt trotzdem wieder bei 41.000 Leben. Damit ist er gut und gerne voll, um 3 Kreuzer rauszunehmen. Das geht halt einfach nicht mehr im Rang 11 oder Rang 9 oder Rang 10. Da müssen halt die Mates dann auch mal ein bisschen was tun. Runde geht jetzt hier zu Ende, 970.000 Schaden. Wir sehen uns jetzt gleich nochmal in einem anderen Gameplay. Genau. Und dann so viel erstmal der Eindruck von mir zu Dalana. Schade, dass wir die Napoli hier nicht rauskriegen, das hätte mich sehr gefreut. Reset, den hier immer machen, ihm natürlich das Leben schwer, aber gut, so wie es ist, so ist es. Runde vorbei. Gut, Leute, dann herzlich willkommen im zweiten Gameplay zur Dalana. Das soll eine relativ schnelle, relativ fixe Runde werden. Ich will euch hier nur noch mal zeigen, was man sonst so mit der Dalana machen kann. Ich spüre jetzt auch mal hier ein bisschen vor.
Wir fahren jetzt hier prinzipiell das Ding in der Divi. 9er, 11er, 10er Matchmaking, ne? Also so wie immer. 11er sind ja alle nicht mehr genug da, dass man hier irgendwie die alle in ein Gefecht reinkriegt. So. Ansonsten müssen wir hier C anfahren. Hier sind natürlich unsere Routen für die Torpedos alle ein bisschen begrenzt. Ich habe jetzt hier mal geschossen, um mal zu schauen, wie weit und wohin ich aufgehe. Das ist auch immer mal so ein Trick. Könnt ihr ruhig gerne mal machen. Klar sehen euch dann die Gegner. Aber ihr wisst, wenn ihr selber am APF seid etc., könnt ihr dadurch ein bisschen eingrenzen, wo dann gegnerischer DP ist. Prinzipiell muss hier irgendwo was sein, ansonsten wäre ich nicht aufgegangen. Ne? Sind ja auch geortet, APF ist da. A sieht sehr schlecht aus, gesamtes Team ist bei A. Ich cap hier C und werde dann sofort Richtung B verlagern. Ja. Das ist das, was wir hier schnellstmöglich machen müssen. Ich scroll ja auch nochmal ein bisschen vor für euch. Hier passieren jetzt nicht so viele spannende Sachen. Hier gehen jetzt einmal Torps raus aus die Musashi oder auf die Musashi. Das ist natürlich die große Stärke der Dalana. Es ist halt wirklich ein gutes Torpedoboot. Also ganz ehrlich, wenn er es im Verhältnis setzt zu einer Yamagiri, ist es auf jeden Fall ein besseres Schiff, ein besseres Torpedoboot als die Yamagiri. Ihr habt mehr in eurem Waffenkoffer drin, muss man einfach mal fairerweise so sagen. Aber nichtsdestotrotz seid ihr leider auch ein Schiff, was was einfach, finde ich, für ein Superschiff, ich sag's ja dann auch nochmal genau im Fazit, aber finde ich für ein Superschiff nicht genug mitbringt. Ihr seid nach Haaland ein kleines Mühchen besser, bringt dafür aber auch einen großen Trade-off im Dodgen mit sich mit, dadurch nämlich, dass ihr eine Gun mehr habt, die ihr die ganze Zeit über 80% des Gefechtes eh nicht benutzt, weil ihr seid, verflucht nochmal, kein Gunboat. Mit dem Schiff kann man kein Gunboat spielen, so groß und clumsy wie das Ding ist. Das würde funktionieren als als Smaland vielleicht, als Haaland, wenn man diesen Engine Boost hätte, den speziellen, dann geht das, aber nicht als Dalana. Und von daher ist diese Erweiterung, die ihr habt, von Haaland hoch zur Dalana eigentlich eine Erweiterung, die hilft eurer Charakteristiken des Spiels nicht weiter. Die ist halt schön, nice to have, aber alle Schiffe wären stärker in den Rang 11 hinein und ihr halt nur so bedingt. Hinter B muss der Zerstörer sein. Ihr habt es gesehen, wir sind hier gerade aufgegangen. Deswegen ist für mich auch klar, dass ich jetzt hier B anfahre. Prinzipiell sind die Schiffe aber auch alle relativ weit weg. Ne? Wir sind jetzt 16.000 Leben. Wir haben jetzt hier zweimal gefressen. Einmal von der Musa, einmal von der Azuma. Da war auch Dodgen mit dabei, Leute. Ja, ich sag's euch so, wie es ist. Umso größer das Schiff, umso schwieriger fällt hier leider auch das Dodgen. Robert kommt jetzt 10 Kilometer ran. Ich sehe jetzt hier auch von der anderen Seite Mensch, Anapolis etc. Die sind auch alle schon relativ dicht. Vor allem aber da hinten die Donskoi, Leute. Donskoi hat 12 Kilometer Räder. Wir sind jetzt bei 19.000 Leben, aber der ist Arsch weit weg, ne? Er ist jetzt 13 Kilometer weit weg. Wir haben hier noch eine halbe Insel etc. Also der ist nicht so mega dicht, dass ich jetzt hier sagen würde, was ist das für ein krasser Raider-Thread? Von daher fahren wir das Cap natürlich an. DD von denen ist auch raus aus dem Cap. Wir treffen jetzt hier wieder unsere schönen zwei Torpedos. Wenn der Set schlecht gesetzt war, trifft man eigentlich immer zwei Torpedos. Donskoi ist da hinten. Ihr seht selber, wie wir hier stehen zu Donskoi. Und jetzt passiert eine Sache, die ich persönlich nicht erwartet habe. Ich dachte, ich sitze das Raider hier aus, ja. Ihr seht es ja auch selber, ich werde langsamer. Erstes Set trifft von der Donskoi hervorragend, das waren 6000. So, dann trifft was von der Ruppert hinterher, dann trifft da noch was von der Colombo, dann kommt da hinten noch was von der Anapolis, glaube ich. Dann kommt hier nochmal ein bisschen Damage von der anderen Colombo. Ich mache jetzt hier mal langsamer, dann seht ihr nämlich alles schön, was ich hier am Ende durchdodge, Leute. Wie ich hier langsamer werde, wie ich hier schneller werde. Auch der nächste Schuss von der Donskoi trifft hervorragend. Wir sind jetzt mittlerweile bei 3000 Leben. Also das waren übrigens unsere 20.000 Leben innerhalb von 10 Sekunden, ja, könnte man sagen. Donskoi Raider ist jetzt auch aus. Da kommen nochmal Shells von hinten. Ich werde jetzt hier wieder langsamer und gehe raus, ja. Sehr, sehr schade, aber das ist es am Ende. Das ist auch noch ein ganz großer Nachteil, den ich euch unbedingt mal zeigen wollte. Ihr habt selbst von 12 Kilometer oder selbst aus einem 12 Kilometer Raider, was jetzt nicht sonderlich lange geht, kriegt ihr Probleme, wenn ihr Caps anfahrt, das vernünftig zu dodgen, weil dieses Schiff leider Gottes einfach so riesig fucking groß ist. Und was soll ich dagegen tun?
gar nichts. Ich hätte das Cap hier nicht anfangen dürfen. Ich muss hier, keine Ahnung, den Yamagiri-Style machen oder den Shimakaze-Style weit über die Flanke gehen und meine Torps einsetzen. Und dann ist es halt einfach ein Schiff, das muss ich halt einfach sagen. Das reicht halt einfach nicht aus, um Games zu carryen. Ja? Das reicht halt einfach nicht aus, hier um Games zu carryen. Wir sind trotzdem jetzt schon wieder bei 60.000 Schaden. Also Schaden machen tut man never ever schlecht mit dem Schiff. Ist einfach so. Aber dass ich hier rausgegangen bin gegen die Salven. Klar hat jetzt hier auch jeder auf mich geschossen. Klar ist das auch nicht unbedingt immer der Fall. Also die müssen ja nicht alle auf euch schießen. Aber nichtsdestotrotz, Leute, nichtsdestotrotz ist es nicht unbedingt eine Situation, in der man hätte sterben müssen. Mit einer Smarland, mit einer Harland gebe ich euch Brief und Siegel, wäre ich hier einfach nur durch die Größe des Schiffes und dann hat sie halt 2000 Leben weniger, ja whatsoever, aber einfach nur durch die Größe des Schiffes, weil die jeweiligen Schiffe nämlich kleiner sind, hätte ich das hier dreimal überlebt. Das ist mit der Dalana so leider nicht möglich. Und da muss man halt auch fairerweise sagen, was bringen euch die ganzen anderen Sachen? Ja, was bringt es euch, dass ihr geile Flugabwehr habt, wenn ihr nicht angeflogen werdet? Was bringt es euch, dass ihr 8 Kilometer Torps habt, die ihr auch nur hin und wieder mal einsetzt, in allen drei Runden vielleicht einmal? Was bringen euch dann solche Sachen? Was bringt euch der dritte Turm, den ihr habt, der euch am Ende zu 80% des Gefechts eigentlich überhaupt gar nicht weiterhilft, weil ihr eh aufgrund eurer Größe unbedingt nur als Torpedoboot spielen könnt? Bestes Beispiel hier. Das ist halt einfach ein Design, das so, wie es halt ins Game gekommen ist, einfach nicht sonderlich überzeugend ist und nicht sonderlich helfend ist. So, tatsächlich frisst da hinten noch irgendjemand Torps. Ich kann euch gar nicht mehr genau sagen, wer das ist. Wir sind jetzt bei 100.000 Schaden. Nice. 100.000 Damage, Leute. Könnte man sagen, jetzt soll erfüllt. Daumen nach oben. Nichtsdestotrotz bin ich damit natürlich nicht zufrieden. Das könnte der Ruppert gewesen sein, der sich vorher da an der Insel irgendwie da rumgeschimmelt hat oder so. Ruppert ist wahrscheinlich derjenige, auf den die Tops da gelandet sind. Eigentlich waren die auf die Colombo gesetzt. Nice, dass wir jetzt hier noch ein bisschen mehr Damage gekriegt haben. Cool, Leute, das soll es gewesen sein. Ich sag dafür mal Dankeschön und wir sehen uns gleich im Fazit. So, Leute, moin. Herzlich willkommen zum Fazit der Dalana. Ihr habt das Gameplay gesehen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe von diesem Schiff auch im Test mehr erwartet. Als das Schiff rausgekommen ist, im Test, dachte ich mir, Mama Mia, der wird richtig krass werden. Jetzt ist es am Ende eine verbesserte Harland. Aber das Problem ist, die Sachen, die verbessert wurden, bringen genauso Trade-offs mit sich. Was wurde denn jetzt hier am Ende verbessert? Die Torpedos haben wir auch. Das Gimmick, 8 Kilometer Torpedos, die komplett deadly sind, ja, die kann ich nur selten einsetzen. Ist also eine Sache, die ich nicht vorrangig für die Performance dieses Schiffes werten würde. Die Flugabwehr ist auch bei der Harland gut. Verborgenheit ist auch bei der Harland genauso gleich gut. Dann haben wir die Artillerie mehr. Ja gut, wir haben einen Turm mehr. Okay, stimmt. Wir machen mehr DPM. Vollkommen richtig. Aber das Problem ist, das ist ein ganz, ganz wesentliches Problem. Dieses Schiff, und das steht hier leider nirgendwo mit drin in diesen Stats, die ich euch hier vorstelle oder so. Dieses Schiff ist leider größer und dadurch unbeweglicher geworden. Das kann man kontern in einem Zerstörer, wenn man irgendwie einen besonderen Speedboost hat. Den haben wir hier nicht. Das kann man kontern in einem Zerstörer, wenn man irgendwie besonders Smokes oder so dabei hat. Das haben wir hier nicht. Und das lässt uns in einem Spot, wo wir eigentlich unsere Guns nicht einsetzen wollen. Das ist nicht gut, Leute. Das ist wirklich, wirklich nicht gut. Wenn ihr dann in solchen Momenten rauskommt, wo ihr eure Guns braucht, wo eure Performance da sein muss. Und bitte, wir betrachten hier nicht einen Standard Tech 3 Rang 10er Zerstörer. Das ist ein Superschiff, von dem erwarte ich. Das ist nicht da. Das ist nicht da. Das Schiff wird gefressen von der Ragnar. Wird gefressen von der Sherman. Natürlich macht ihr den beiden auch gut Schaden. Aber trotzdem killen die euch. Und das kann halt nicht sein. Das geht halt nicht. Dann brauche ich halt irgendwas dagegen. Und das ist genau das Problem. Wir haben ja DPM dazu gekriegt. Aber es wurde leider vergessen, dass durch diese DPM das Modell als solches länger, größer und dadurch auch
unbeweglicher geworden ist. Und das heißt, dass ich zwar DPM dazugekriegt habe, aber leider auf der anderen Seite Movability verloren habe. Und Movability ist bei einem Zerstörer das Wichtigste, was ihr habt, Leute. Die Cossack hat klar nicht viel Leben, aber die ist so movable, damit könnt ihr alles dodgen, wenn ihr es richtig anstellt. Mit dem Schiff hier nicht. Das ist ein Problem. Das ist ein großes Problem. Und dann habt ihr auch noch irgendwie einen anderen Punkt dazu gekriegt. Ich weiß nicht wieso. Ihr kriegt hier eine Standardreichweite von 11,2 Kilometer. Das ist sehr toll, dass wir 11,2 Kilometer Range haben. Aber eine der großen Stärken der Harland ist es halt, dass wir weniger Range gehabt haben. Und dadurch schneller auch mal zugegangen sind. Und ihr seht das ja auch selber, dieses Schiff, das ist viel kleiner und so fährt sich's auch. Das ist leider eine große Schwäche der Dalane. Leider, leider eine sehr, sehr große Schwäche. Und diese Schwäche ist auch leider sehr groß zu bewerten, weil sie nämlich in den Zerstörerspielstil als solches maßgeblich mit reinfällt. Was bedeutet das jetzt für die abschließende Bewertung? Nun, ihr habt hier selbstverständlich immer noch ein Schiff, was gut ist. Ihr habt hier selbstverständlich immer noch ein Schiff, was Matches auch entscheiden kann. Aber seid euch im Klaren darüber, habt ihr Gegner, die mit guten Schiffen und selber gut sind im Gegnerteam, dann werdet ihr nicht viel dagegen machen können. Das Schiff ist bei weitem, also ist auf jeden Fall stärker als eine Yamagiri, darüber müssen wir nicht reden, einfach nur, weil ihr mit dieser Flugabwehr eine No-Fly-Zone für jeden Carrier darstellt und damit euch auch eure Teammates unterstützen könnt, rechts und links und überall und natürlich, weil ihr deutlich mehr Survive habt als eine Yamagiri. 24.000, aber dazu halt 4 Heals. Ist selbstverständlich zu bewerten, ne? Selbstverständlich sehr, sehr wichtig, deutlich besser als eine Yamagiri zu fahren. Aber ist es das, was ich mir von einem Superschiff erwartet habe? Leider nicht, Leute. Leider, leider nicht. Da gibt es Rang 10er Zerstörer, die ich jetzt gerade einfach aktuell stärker finde in der Meta. Auch weil die Verbesserung, die wir ja, wie gesagt, gekriegt haben von der Harland, mit Trade-Offs mit sich bringen, oder Trade-Offs mit sich bringen, die einfach nicht, ja, die es dann einfach wiederum nicht wettmacht, ja. So, das ist relativ vernichtendes Feedback, leider für die Dalaner. Tut mir leid. Ich weiß, viele von euch haben sich auf dieses Schiff gefreut. Ich habe mich persönlich selber auch sehr, sehr darüber gefreut. Ist aber auch ein Schiff, was ich nicht unbedingt sehr, sehr gerne, sehr, sehr oft wieder fahren wollen würde. Im Random genauso wenig wie im Competitive. Ihr spielt vorsichtig, das müsst ihr auch machen mit 24.000 Leben und 4 Heals. Aber ihr könnt leider auch, ihr müsst leider vorsichtiger spielen, sogar nochmal als eine Harland, weil ihr diese Möglichkeit des Dodgens einfach nicht mit euch bringt. Das ist schade. Und lassen dieses Schiff halt leider in einem State dastehen, wo ich sagen muss, okay. Für Schlachtschiffe, für gegnerische Kreuzer selbstverständlich ein ernstzunehmender Gegner. Die Torpedos hier sind schwer zu dodgen, aber auch die verbesserten Torpedos, die wir gekriegt haben mit 8 Kilometer, sind halt einfach schwer einzusetzen. Kann ich halt einfach nicht. Kann ich halt einfach gegen Raider etc. einfach nicht vernünftig einsetzen. Das ist schade, so ist es. Zotbi. Dann sage ich mal, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Auch selbstverständlich werde ich auch dieses Schiff fahren. Ich hoffe, es hilft euch dabei, bei der Auktion vielleicht auf das ein oder andere Schiff zu setzen. Was vielleicht besser ist. Clausewitz kommt ja raus. Also meine Meinung über die Clausewitz habe ich euch auch ganz klar gesagt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und Dankeschön für eure Zeit. Hey Leute, und wenn ihr mich live in Action sehen wollt, schaut mal bitte nach unten. Der Twitch-Link ist da unten verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn ich euch mal live begrüßen könnte. Danke.